hast du ihm gesagt? Nichts. Ich habe gar nicht mit ihm gesprochen. Also, Nicola, mir machst du nichts vor. Ist es wegen dem, was zwischen euch läuft? Da läuft nichts. Dann ist es wegen dem, was nicht zwischen euch läuft. Ihr habt euch gesagt, dass ihr euch liebt. Ihr habt euch gesagt, dass ihr euch hasst. Öfter als lieben. Ihr habt zusammen geschlafen und ihr habt zusammen gestritten. Öfter als geschlafen. Nicola, wenn es um Schmidt geht, dann bist du wirklich ein Widerspruch auf zwei Beinen. Okay, okay. Hast ja recht. Keine Widersprüche mehr. Ich sage ihm jetzt auf Wiedersehen und mach die Tür zu. Genau. Ich mache einen Punkt, lass die Kerze aus und mach die Tür zu. Die Tür hast du zweimal zugemacht. Dr. Schmidt? Dr. Schmidt? Wissen Sie, wo Dr. Schmidt ist? Der ist zum Flughafen. Wieso denn so früh? Der ist Arzt, der kann doch sowieso machen, was er will. Hat man gar nicht auf Wiedersehen gesagt. Der ist Arzt, der kann doch sowieso machen, was er will. Toll. Schleicht sich heraus, ohne sich von mir zu verabschieden. Ohne, dass ich ihm die Tür vor der Nase zuschlagen kann. Ich weiß, er ist Arzt, aber er kann nicht machen, was er will. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Ich muss diesen Flieger noch... Oh, Scheiße, er ist weg. Nicht bewegen, gleich kommt ja Hilfe. Nee, ich will nur nach Hause. Was ist passiert? Nicht so viel bewegen, bis ich Sie untersucht habe. Mir geht es gut. Ganz und gar nicht. Sie haben sich durch den Verkehr gekämpft, dann durch all diese Leute hier, nur um zu diesem Gate zu kommen. Warum? Ich wollte sicher gehen, dass Sie weg sind. Ich denke, Sie hatten einen anderen Grund. Stimmt, Sie haben recht. Ich bin gekommen, um Sie anzuschreien. Wie können Sie es wagen, einfach wegzugehen, ohne sich von mir zu verabschieden? Sie haben sich auch nicht von mir verabschiedet. Sie waren nicht mal auf meiner Abschiedsparty. Ich war bei Ihrer Abschiedsparty. Aber ich bin wieder gegangen. Warum? Weil die Lachshäppchen alle waren. Dr. Schmidt, Sie müssen jetzt an Bord kommen. Wir können den Flug nicht länger für Sie aufhalten. Ich bin noch nicht mit meiner Untersuchung fertig. Lassen Sie mich Ihre Reflex. Ich weiß, warum Sie hier sind. Sie wollten mich anflehen, zu bleiben. Meine Reflexe sind in Ordnung. Und ich bin nicht gekommen, um Sie anzuflehen. Aber es war ja klar, dass Sie genau das denken. Entschuldigung, Dr. Schmidt. Wenn Sie wollen, buche ich Sie auf die Frühmaschine um. Ist nicht nötig. Sind Sie sicher? Der Hippokratische Eid verpflichtet mich dazu, dieser Patientin meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich fliege nicht. Doch, er fliegt. Ich fliege nicht. Ich will, dass Sie gehen. Seit wann tue ich, was Sie wollen? Ich bleibe. Am besten, Sie diskutieren das aus und sagen mir dann Bescheid. Also kein Boston? Es gibt Wichtigeres. Sie machen einen Fehler. Denken Sie mal drüber nach. Das habe ich schon. Ich bringe Sie jetzt ins Krankenhaus zum Röntgen. Das müssen Sie nicht. Doch, muss ich. Ich meine, ich kann laufen. Ich will kein Risiko eingehen. Oh nein! Was ist? Haben Sie Schmerzen? Schlimmer. Mir ist gerade eingefallen, dass ich die Stelle an der Orthopädie angenommen habe. Ich bin Ihre neue Stationsschwester. Dr. Schmidt, Sie sind falsch gefahren. Wir müssen nach links. Nein, wir müssen geradeaus. Ganz sicherlich nicht. Links geht's zum Ausgang. Links sind die Busse, geradeaus sind die Taxis. Das ist nicht wahr. Links. Nein, geradeaus. Links.